Ich weiß, wie bedeutsam es ist, dass es in unserem Land Menschen gibt, die sich ehrenamtlich betätigen. Es gibt hier in Deutschland 1,2 Millionen Einsatzkräfte, die bei den freiwilligen Feuerwehren den Brandschutz gewährleisten, die für die technische Hilfeleistung da sind. Alles ehrenamtlich, alles in ihrer Freizeit. Hut ab vor diesem Ehrenamt. Ich selbst habe nicht nur ein Feuerwehrleben, auch ein Privatleben. Und in diesem Privatleben bin ich auch ehrenamtlich tätig. Ich stehe zusammen in dem Theaterensemble Die Krähen Krefeld auf der Bühne. Und unsere Vorstellungen sind für den guten Zweck. Alle Einnahmen, alle Erlöse aus den Tickets gehen an gemeinnützige Vereine hier am Niederrhein. Es macht so viel Spaß, auf der Bühne zu stehen, mit den Kolleginnen und Kollegen dort unseren Spaß zu haben, aber auch viel dafür zu tun, viel dafür zu üben. Und es ist viel Arbeit, aber wir wissen, wie schön es ist, wenn am Ende wir vielen gemeinnützigen Vereinen einen bestimmten Spendenbetrag überreichen können. Von Mitte bis Ende November gibt es 6 Veranstaltungen der Krähen aus Krefeld. Und wenn ihr mich mal in einer völlig anderen Verfassung erleben wollt, in einer völlig anderen Art, dann besorgt euch die Tickets für den guten Zweck. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns auf einer der Veranstaltungen dann wiedersehen.